Geringet vor allem Richtung Allgäu noch und hier kann es lokale Überflutungen geben. Neugierig wird noch verraten. Vielleicht ist gar nicht das Richtige drin. Und das ist auch so ein bisschen der Übergang zum heutigen Thema. Handelsregisterauszug. 7. Vlog. Und 7 ist eine magische Zahl. Wir haben heute Monatswechsel. Da ist eigentlich viel zu tun und es regnet und regnet draußen. Das ist nicht gerade motivierend. Aber das motiviert einen wenig. Dazu später mehr. Handelsregisterauszug ist das heutige Thema. So sieht er aus, der Handelsregisterauszug, und ein bisschen Hintergrundwissen sollte man haben. Was mir unheimlich wichtig ist, rüberzubringen, welche Informationen und welche Informationseinheiten und Inhalte transportiert ein Handelsregisterauszug. Und hier müssen wir bereits unterscheiden, denn es gibt 3 verschiedene Arten von Auszügen, die ich erhalten kann. Es gibt einen aktuellen Auszug. Und der heißt noch nicht mal Auszug, der heißt Ausdruck. Es gibt einen chronologischen Ausdruck und es gibt einen historischen Ausdruck. In der Regel werden wir immer mit der Anfrage konfrontiert, wir brauchen einen aktuellen Ausdruck. Da fragen wir gerne nach, wofür brauchen Sie denn den Ausdruck? Weil das ist enorm wichtig, es stehen in den verschiedenen Ausdrucken unterschiedliche Informationen drin. Der aktuelle Handelsregisterausdruck liefert die aktuell vorliegenden Daten und keine historischen Entwicklungen oder Veränderungen. Das heißt, ich bekomme den aktuellen Status des Unternehmens, so wie er sich beim zuständigen Amtsgericht darstellt, übermittelt. Und folgende Informationen sind, das ist jetzt hier so ein aktueller Handelsregisterausdruck, sind in dem aktuellen Handelsregisterausdruck enthalten. Einmal Angabe des zuständigen Amtsgerichtes, Nummer der Firma, bei einer GmbH wird es eine HRB-Nummer sein. Dann die Anzahl der Seiten. Dann das Datum, wann das entsprechend ausgedruckt wurde. Dann eine Angabe zu den bisherigen Eintragungen, Anzahl der bisherigen Eintragungen, der korrekte Firmenname, Angabe zum Sitz des Unternehmens. Dann ganz wichtig bei zum Beispiel markenrechtlichen Auseinandersetzungen und vielleicht bestimmten Standesauseinandersetzungen, Gegenstand des Unternehmens, Angabe zum Grund- oder Stammkapital, die allgemeine Vertretungsregelung, dann Angaben zum haftenden persönlichen Gesellschafter oder Geschäftsführer. Ganz wichtig, es sind keine Gesellschafter enthalten. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Angaben zu den Prokuristen, dann die Rechtsform und dann noch sonstige Rechtsverhältnisse und das Datum der letzten Eintragung. Eine ganz wichtige Frage, die ich immer im Kundengespräch stelle, ist, wofür brauchen Sie denn den Handelsregisterauszug? Es ist also zum Beispiel ein Unternehmen, was zu sich selbst den Handelsregisterauszug oder Ausdruck ziehen möchte, dann liegt da sehr häufig der Fall dahinter, dass man sich beispielsweise für eine Ausschreibung bewirbt oder man den Handelsregisterausdruck als faktischen Beleg benötigt, zum Beispiel für einen Leasingvertrag, für irgendwelche Bank- oder Steuerberatungsunterlagen, dann macht der aktuelle Handelsregisterausdruck wirklich Sinn. Aber es kommen manchmal auch so Anfragen, ja, wir würden gerne wissen, wie viel Umsatz das Unternehmen macht. Ja, das steht im Handelsregisterausdruck nicht drin. Das muss das Unternehmen selber bekannt geben, zum Beispiel über Bilanzangaben oder entsprechende Auskunftsdienste, die diese Zahlen beim Unternehmen nachfragen. Schauen wir mal auf den chronologischen Ausdruck. Der sieht ein wenig anders aus. Ich habe den jetzt hochkant ausgedruckt. Normalerweise ist der im Querformat. Chronologischer Handelsregisterausdruck bedeutet, dass chronologisch Informationen enthalten sind. Das heißt, so ein bisschen Historie des Unternehmens ist enthalten, aber je nach Gründungsdatum des Unternehmens nicht komplett.
Es geht so weit zurück, bis die Digitalisierung, die elektronische Erfassung der Handelsregisterauszüge beim jeweils zuständigen Amtsgericht begonnen hat. Man kann so sagen, das ist so roundabout 2004 bis 2000, maximal 2008 der Fall gewesen. Soweit reichen die chronologischen Handelsregisterauszüge zurück. Anwendungsfall, sehr interessant bei rechtlichen Auseinandersetzungen, wer war zu einem bestimmten Zeitpunkt Geschäftsführer im Unternehmen? Das heißt, ich kann also komplett die Chronologie aufrollen. Was hat das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht, laut Handelsregistereintrag? Braucht man noch ältere Daten, dann müssen wir zurückgreifen auf den historischen Ausdruck. Der ist jetzt durchgestrichen. Das bedeutet, das ist die alte Registerkarte. So wie es halt früher im Handelsregister war, richtige Registerkarten. Und die sind irgendwann mal durch die entsprechende elektronische Datenerfassung aufgelöst worden. Und deswegen auch eine berühmte Frage, die immer wieder gestellt wird bei einem historischen Handelsregisterausdruck. Warum ist der rot durchgestrichen? Ja, weil er dann nicht mehr gültig ist, weil alles in diesen chronologischen beziehungsweise aktuellen Handelsregisterausdruck übergeht. Kommen wir noch zu einigen Irrtümern rund um den Handelsregisterausdruck bei einer GmbH zu sprechen. In einem Handelsregisterausdruck einer GmbH sind die Gesellschafter nicht enthalten. Diese befinden sich in der sogenannten Gesellschafterliste und sind, wenn Sie sich das rein physikalisch vorstellen, der Akte beigehangen eben in dieser Liste. Das heißt, wenn man einen Handelsregisterausdruck anfordert, erhält man nicht automatisch bei einer GmbH die Liste der Gesellschafter. Die Liste der Gesellschafter muss separat eingefordert werden. In einem Handelsregisterauszug sind Angaben zur Unternehmensgröße enthalten, Mitarbeiterzahl, Umsatz. Dem ist nicht so. Ein Handelsregisterausdruck liefert nur die offiziell eingetragenen Daten beim Handelsregister. Die Angabe des Stammkapitals sagt nichts über die Unternehmensgröße aus. Es gibt Unternehmen mit mehreren Millionen Euro Bilanzsumme, die mit 25.000 Euro Stammkapital beim jeweiligen Handelsregister eingetragen sind. Ein Handelsregisterausdruck ist kostenlos. Nein, dem ist nicht so. Der muss angefordert werden, entweder elektronisch per Download über handelsregister.de oder beim jeweilig zuständigen Amtsgericht. Dafür ist dann auch eine Gebühr fällig. Fragen zum Thema Recherche, Informationsgehalt eines Handelsregisterausdrucks? Dann bitte hier den Kommentarbereich nutzen.